Herzlich willkommen bei der German Online Open 2020. In diesem Video möchten wir euch die Disziplin Work in Chaos näher bringen. Wir werden euch die Bewertung der Disziplin zunächst theoretisch erläutern und anschließend euch eine Rainwork und zwei Cowork-Ritte der German Open 2019 zeigen. Mit dieser PowerPoint-Präsentation möchten wir euch Details und Informationen zum Ziel, zu den Bewertungskriterien, zu der Ausrüstung, zum Prüfungsablauf, zur Einrichtung der Arena, zur Arbeitszeit, zur Bewertung, zu den Penalties, zum Thema Neues Rind und Hinweise für die Working Cohorts geben. In dieser Präsentation geht es um die Working Cohorts. Sie ist der Rinderarbeit der Cowboys nachempfunden und soll die Eignung eines Pferdes als gutes Arbeitspferd bei der Arbeit mit Rindern zeigen. Als Turnierdisziplin besteht sie aus zwei Teilen, der Rangework, das ist die Trockenübung, bei der die Rittigkeit des Pferdes anhand von Reining-Manövern demonstriert wird, und der Cowork, das ist die Arbeit am Rind. Das Bewertungssystem besteht sowohl bei der Rangework als auch bei der Cowork aus zwei Teilen. Der Bewertung durch einen Score, hier wird die Ausführung der verlangten Arbeit mit einem Punktesystem mit 7 Abstufungsschritten zu je einem halben Punkt von -1,5 bis +1,5 bewertet, wobei 0 für eine korrekte, durchschnittliche Präsentation ohne Glanzlichter und ohne Schwächen steht. Und einem Fehlerpunktsystem, bei dem für fest definierte Fehler Penalties vergeben werden. Grundsätzlich sollten folgende Punkte bei der Bewertung eines Rittes abgefragt werden. Erstens, Kontrolle des Rindes. Zu jeder Zeit während des Rittes soll sich das Pferd in einer kontrollierenden Position befinden. Zweitens, Kausens. Hierunter versteht man den 7. Sinn des Pferdes, die Bewegung des Rindes vorherzusehen. Drittens, Korrektheit der Manöver. Auch diese wird im Folgenden genauer besprochen. Fünftens, Manier. Hier geht es um das gesamte Erscheinungsbild vom Pferd und dessen Performance. Art der Selbsthaltung des Pferdes am losen Zügel bei der Arbeit am Rind. Sechstens, Schwierigkeitsgrad. Den besprechen wir gleich unter dem Punkt Degree of Difficulty. Kommen wir zuerst zu der Vergabe der Scores. Um zu entscheiden, ob ein Manöver eine +1,5 verdient hat oder eher nur korrekt war, also mit 0 gescored werden soll, stehen dem Richter Bewertungskriterien zur Verfügung. Zuerst schauen wir uns die Reinwork an. Sie wird ähnlich wie die Disziplin Reining bewertet. Correctness. Es gibt vorgeschriebene Pattern, die in Form einer Zeichnung mit Legende angeben, was der Reiter in welcher Reihenfolge zeigen soll. Da wären die Zirkel, welche rund und nach rechts und links gleich groß sein sollen, und exakt durch den Mittelpunkt gehen müssen. Es ist aber auch zu beachten, dass die Mittellinie die Zirkel in zwei gleich große Halbkreise teilt. Die Galoppwechsel sind im Mittelpunkt. Rundowns sind gerade mit kontrolliertem Geschwindigkeitsaufbau. Stopps sind weich und mit tief untergesetzter Hinterhand. Spins werden um eine stationäre Hinterhand, Pivot Foot, ausgeführt. Das Backup ist gerade, rhythmisch und flüssig ohne Widerstand. Pluspunkte werden für eine gute Einteilung der Bahn und korrekte Positionen der einzelnen Teile des Patterns gegeben. Zum Beispiel X-Punkt getroffen, runde Zirkel, Abstand zur Bande. Correctness ist die Grundvoraussetzung, um durch Quality und Degree of Difficulty Pluspunkte zu sammeln. Mit Qualität, Finesse, ist die Weichheit, Feinheit der Ausführung gemeint. Die harmonische Kommunikation zwischen Pferd und Reiter, minimale, kaum sichtbare Hilfengebung am losen Zügel und die sanfte Reaktion des Pferdes. Die Stops sind gerade und athletisch, die Vorhand nicht steif. Die Spins werden rhythmisch um das Pivotbein gelaufen, nicht gesprungen. Hier geht es um den Schwierigkeitsgrad der Präsentation. Man kann Zirkel sauber, rund und gut in der Bahn platziert reiten, auch am losen Zügel mit willigem Pferd, und trotzdem wird ein anderer noch besser bewertet.
Er ist schneller und spektakulärer geritten und damit ein höheres Risiko eingegangen. Gelingt das mit Finesse, siehe Quality, bekommt man je nach Schwierigkeitsgrad eine höhere Wertung. Man kann mit leichtem Zügelkontakt reiten oder mit total durchhängenden Zügeln, der nicht einmal angenommen wird, also mit wenig sichtbaren Hilfen. Das ist der höhere Schwierigkeitsgrad. Man kann nett stoppen oder aus hohem Tempo tiefe und kraftvolle Stopps zeigen. Der Spin kann flüssig und schön um den Pivotfuß gelaufen werden oder so, dass Zügelenden und Mähne nur so fliegen. Ebenso das Backup. Ohne sichtbare Hilfengebung, willig, gerade und flott, mit gerundeter Oberlinie und trotzdem flüssig ist halt schwieriger als nur gerade und rhythmisch. Nun zur Cowork. Es gibt hier kein Pattern im engen Sinne wie bei der Reining, aber trotzdem eine Abfolge von Manövern, die in der richtigen Reihenfolge gezeigt werden sollen. Boxing, Rating, Turns, Circles. Es gibt dieselben Bewertungskriterien. Correctness, Quality, Degree of Difficulty. Korrekt ist die Arbeit mit dem Rind geritten, wenn das Rind für eine angemessene Zeit an der kurzen Seite gehalten wird. Hier kann das Pferd wie beim Cutting seinen Cosens zeigen. Nach dem Boxing muss das Rind vom Reiter auf die lange Seite, down the fence, getrieben werden. Damit ist eine aktive, gewollte Handlung gemeint und nicht der Zufall, dass das Rind da eben gerade von selber lang wollte oder gar dem Reiter aus dem Boxing entwischt ist. Das nennt man Rating. Es sind mindestens zwei Turns, einer zu jeder Seite zu zeigen. Diese können an der Fence oder als Open Field Turn ausgeführt werden. Wichtig ist, dass das Rind beim ersten Down the Fence nach dem Boxing die Mittelmarkierung überschreitet, bevor es abgewendet wird. Es müssen mindestens zwei ganze Zirkel zu jeder Seite einer gezeigt werden. Diese sollen nach Möglichkeit in der Mitte der Arena passieren und auch vom Rind gelaufen werden. Also nicht, das Rind steht und das Pferd rennt drumherum. Ist der Richter mit der Darbietung zufrieden und sieht alle Punkte als erfüllt, so pfeift er ab und beendet damit den Ritt. Die Qualität der Ausführung spielt eine Rolle bei der Bewertung. Nur korrekt wäre eine Null. Oder wie es bei der Working Cohorse geschrieben wird, Check, also ein Haken. Plussen kann man mit der Qualität des Rittes. Beim Boxing soll das Pferd Cosens zeigen, also ohne Hilfen des Reiters das Rind an der kurzen Seite halten und dabei auf der Hinterhand arbeiten und es soll das Rind Heat to Heat arbeiten. Bei Down the Fence und den Turns soll das Pferd nah am Rind sein und es jederzeit mit seinem Körper kontrollieren. Das alles mit möglichst minimaler Hilfengebung. Es soll die Hinterhand tief untersetzen. Die Zirkel sollen nicht an der Bande kleben und im Idealfall gleich groß sein. Das Pferd soll nah am Rind arbeiten und es mit seinem Körper gut kontrollieren. Auch hier zeichnet sich die Qualität durch Finesse aus. Das heißt, möglichst wenig sichtbare Hilfengebung. Feinheit in der Abstimmung zwischen Pferd und Reiter. Bei der Cowork hängt der Schwierigkeitsgrad weitgehend vom Rind ab, wie frisch, schnell oder stur es ist. Ist es völlig ungeeignet, kann der Reiter ein neues Rind bekommen. Das entscheiden aber die Richter. Grundsätzlich muss er versuchen, aus dem, was er hat, das Beste zu machen. Beim Boxing hat der Reiter die Möglichkeit, das Rind kennen und einschätzen zu lernen. Hier hat er auch die Möglichkeit, Einfluss auf den Schwierigkeitsgrad zu nehmen. Durch langes Boxing kann er das Rind ermüden und auch den Respekt vor dem Pferd nehmen. Der Schwierigkeitsgrad sinkt. Der Reiter muss einschätzen, welchem Schwierigkeitsgrad sein Pferd gewachsen ist, um sich bestmöglich zu präsentieren. Mit Degree of Difficulty beim Boxing ist gemeint, dass das Rind Heat to Heat gearbeitet wird. Das heißt,
Je kleiner der Winkel, in dem das Rind beim Boxen gehalten wird, umso höher der Schwierigkeitsgrad. Beim Zirkeln wird positiv bewertet, wenn das Pferd auf der Höhe vom Kopf des Rindes arbeitet und so den Zirkel gut verkleinern kann. Die Ausrüstung erfolgt dem Pferdealter und der Leistungsklasse entsprechend. Es wird ein Arbeitssattel verwendet. Gamaschen und Bandagen sind erlaubt. Ebenso Vorderzeug. Hufschuhe sind verboten. Die Prüfung besteht aus zwei Teilen. Reined Work. Hier wählt der Richter eine der 13 Pattern aus dem Regelbuch aus. Co-Work. Ob die Arbeit am Rind direkt nach der Reined Work stattfindet. Oder wenn alle Teilnehmer die Reined Work absolviert haben, entscheidet der Richter. Boxing, Turns, Circling, die Manöver müssen in dieser Reihenfolge gezeigt werden. Nach der Co-Work erfolgt die Gebisskontrolle. Auf der linken Seite sehen wir die Zeichnungen, wie die Arena für die Co-Work zu markieren ist. Dies geschieht mit Klebebändern, Streifen an der Bande oder Fans. Neben dem Mittelmarker gibt es den One-Point-Penalty und den Two-Point-Penalty-Marker. Diese bezeichnen die Stelle, bis zu der das Rind gewendet werden muss, ohne Fehlerpunkte zu kassieren, beziehungsweise hinter der man die entsprechenden Fehlerpunkte bekommt. Auf der rechten Seite ist das Positionieren der Marker für die Reined Work gezeigt. Der Mittelmarker kennzeichnet den Mittelpunkt der Arena, zum Beispiel für die Einteilung der Zirkel bzw. für den Wechselpunkt. Die Endmarker, je nach Pattern, markieren den Punkt, hinter dem erst gestoppt werden darf. Die Arbeitszeit endet, wenn der Richter einmal pfeift. Dies sollte er tun, sobald der zweite Zirkel geschlossen wurde. Der Richter kann einen Teilnehmer jederzeit abpfeifen, wenn dessen Rind außer Kontrolle gerät oder das Rind unkontrolliert getrieben wird. Er erhält dann eine Nullscore für die Co-Work. Hört der Teilnehmer auf zu arbeiten, bevor der Richter pfeift, erhält er einen Nullscore für die Co-Work. Die Bewertung erfolgt auf der Basis von 60 bis 80 Punkten. Das bedeutet, dass es sowohl in der Reined Work als auch in der Co-Work nur entweder DQ, Nullscore oder Scores zwischen 60 und 80 gibt. Zum Beispiel ein Reiter hat zweimal Penalty 5 und einmal Penalty 2 in der Reined Work, ergibt einen Gesamtscore für die Reined Work von 60. Bei der Reined Work der Working Course Klasse wird in diesem Punkt anders bewertet als in der Reining, wo auch Scores unter 60 möglich sind. Diese Scores werden am Ende der Prüfung addiert. Gewinner ist Teilnehmer mit der höchsten Gesamtnote. Beim Punktegleichstand zählt der höhere Score in der Co-Work. Bei einem Nullscore in einer Teilprüfung kann der Teilnehmer trotzdem platziert werden. Bewertung Reined Work. Die Basis der Punktevergabe liegt bei 70 Punkten. Die einzelnen Manöver werden in halben Punktschritten von minus 1,5 extrem schlecht bis plus 1,5 ausgezeichnet vergeben. Ein plus 1,5 Score setzt nicht nur ein korrektes, sondern ein gutes, überdurchschnittliches Manöver voraus. Ein plus 1 bzw. plus 1,5 Score setzt ein korrektes, qualitätsvolles Manöver mit einem hohen Schwierigkeitsgrad voraus. Die Basis der Punktevergabe liegt bei 70 Punkten. Die einzelnen Manöver, Boxing, Rating, Turns, Circling, sowie der Schwierigkeitsgrad, Degree of Difficulty, und die Manier, Eye Appeal, werden mit einem Plus für Plus 1, mit einem Check Plus für Plus 1,5, einem Check für 0, einem Check Minus für Minus 1,5 und einem Minus für Minus 1 bewertet. Der Haken Check bedeutet, dass das Manöver korrekt mit Qualität, aber durchschnittlich gut ausgeführt wurde. Ein-Punkt-Penalties werden zu den Manövern geschrieben. 2-, 3- und 5-Punkt-Penalties in die entsprechende Box. Wann gibt es einen DQ in der Working Cohorts?
Wie in allen anderen Disziplinen sind auch die DQs in § 154 des Regelbuchs niedergelegt. Unter anderem zählen dazu Verletzung des Pferdes im Einwirkungsbereich des Reiters, die frisches Blut aufweist, oder aber auch der Einsatz verbotener Ausrüstungsteile. Nullscore. In der Reinedwork wie in der Reining gemäß § 256 Ausnahme: Rommelreins dürfen in der Bewegung verkürzt werden. Cowork. Ein Nullscore gibt es für zweihändiges Reiten bei Bittzäumung, Sturz von Pferd und oder Reiter, das Pferd wendet dem Rind den Schweif zu, übertriebene Schulen zwischen Reinedwork und Cowork oder zwischen zwei Rindern, Pferd gerät außer Kontrolle und kreuzt den Weg des Rindes, der Teilnehmer bricht die Arbeit ab, bevor der Richter pfeift. Ein 5-Point-Penalty gibt es unter anderem dafür, wenn das Rind nicht in jede Richtung gewendet wird, die Sporen oder das Rommel vor dem Gurt gebraucht werden, Gebrauch des Rommels hinter dem Gurt ist erlaubt, nicht exzessiv. 5-Point-Penalty gibt es auch für grobe Widersetzlichkeit wie Steigen, Bocken, Schlagen, Beißen. 3-Point-Penalty gibt es unter anderem für das Rind vor dem Zirkeln erschöpfen, Verweigerung eines Turns, Hanging Up on Fence, Umwerfen des Rindes, ohne einen Arbeitsvorteil zu haben. Einen Two-Point-Penalty gibt es unter anderem dafür, das Rind nicht vor dem Two-Point-Marker wenden, ein Open-Field-Turn näher als einen Meter an der Endbande. Die Two-Point-Penalties für die Reinedwork sind unter § 256 für die Reining nachzulesen. Einen One-Point-Penalty gibt es für Verlust des Arbeitsvorteils, die Ecke zum Wenden des Rindes benutzen, die Seite wechseln, um ein Rind zu wenden, für jede Pferdelänge, die das Pferd am Rind vorbeiläuft, das Rind vor dem ersten Turn nicht über den Mittelmarker hinaustreiben, die Arbeitsposition verlieren, exzessiver Gebrauch von Sporen oder Rommel, One-Point-Penalties der Reinedwork, siehe § 256 des Regelbuchs zum Thema Reining. Jeder Reiter bekommt ein frisches, noch nicht gearbeitetes Rind. Dennoch kann es sein, dass sich ein Rind für die zu zeigende Arbeit als völlig ungeeignet herausstellt. Um nun dem Pferdreiter annähernd dieselben Chancen zu bieten, seine Qualität bei der Rinderarbeit unter Beweis zu stellen, gibt es die Möglichkeit, dem Reiter ein neues Rind zu stellen. Die Entscheidung darüber trifft der Richter. Durch einmaliges Pfeifen bricht der Richter den Ritt mit sofortiger Wirkung ab, wenn zum Beispiel sich ein Rind als gefährlich herausstellt. Mit einem Doppelpfiff zeigt er dem Reiter an, dass er ein neues Rind bekommen kann, wenn er möchte. Zum Beispiel, wenn der Richter meint, das vorhandene Rind ist zu faul, bewegt sich nicht. Der Reiter kann dieses Angebot annehmen, indem er sofort aufhört, das Rind zu arbeiten, oder ablehnen, indem er weiterarbeitet. Voraussetzung für ein neues Rind: Das Rind möchte nicht laufen, bewegt sich nicht über den ersten Marker hinaus. Das Rind akzeptiert das Pferd nicht, rennt einfach los, greift das Pferd an oder überrennt das Pferd. Das Rind verlässt die Arena. Diese Hinweise sollte ein Richter beachten, bevor er eine Working Cowhorse-Klasse richtet. Rinder auf Lahmheit, Blindheit, Rotz kontrollieren. Einrichtung der Arena kontrollieren. Sicherheit, Marker. Optimalen Standort suchen. Trillerpfeife bereithalten. Ringsteward einweisen. Ein Pfiff, der Reiter muss die Arbeit sofort abbrechen. Nachdem wir einen theoretischen Einblick in die Disziplin Working Cowhorse bekommen haben, werden wir mit den Videos der Reinedwork starten. Hier sehen wir David Fahler mit AJ Smart Wizardor, der im Besitz von Monika Meiler ist. Im Video könnt ihr immer den durchschnittlichen Score aller 5 Richter des Finals sehen. So, wir sind jetzt bei der Reining, die Startnummer 591. Pferd steht ganz ruhig in der Mitte, das ist ganz wichtig. Dann fängt an, der Richter im Grunde genommen den Lead Departure zu richten. Der Lead Departure war gut, also das Angaloppieren.
Pferd galoppiert gerade auf seine kleine Zirkellinie, läuft am losen Zügel, trägt sich in einer sehr schönen Selbsthaltung. Ich denke plus. So, und jetzt die großen Zirkel, die entscheiden natürlich halt dadurch, dass mit dem kleinen Zirkel angefangen hat, entscheiden die großen Zirkel über die Qualität des Rittes und vor allem über den Grad der Schwierigkeit des Zirkels. Und ich würde mal sagen, er läuft eine Geschwindigkeit von plus ein halb, er schaut am losen Zügel, er trifft die Mitte, alles passt, noch obendrauf ein schöner fliegender Wechsel, plus ein halb. Linkszirkel, klein langsam, Pferd läuft zwischen den Zügeln, schaut ab und zu ein bisschen nach außen, wenn der Reiter ihm aber eine leichte Hilfe gibt, lässt sich das Pferd, also hört das Pferd auf den Reiter und lässt sich wieder zurück in die mental zurückbringen zu dem, was der Reiter von ihm fordert. Er trifft X am Anfang des zweiten großen Zirkels, drängelt das Pferd ein bisschen nach außen bei X. Der Reiter lenkt ihn ein bisschen nach innen, Pferd lässt sich aber gut lenken, plus ein halb. Jetzt kommt das Runaround, das ist also der halbe Zirkel, bevor dass er auf den Rundown geht. Jetzt biegt er auf die Mittellinie ab, am losen Zügel. Der Runaround war also gut. Der rennt und stoppt auch wirklich gut. Und ich würde ihm auf dieses Manöver eine plus 1 geben. Das gefiel mir sehr gut. Man kann auch plus ein halb geben. Der Anfang vom ersten Spin war nicht allzu super gut. Ich habe kein Problem, wenn da einer einen Null da drauf gibt, aber der Turn selbst war gut, hatte viele Plusteile, der Körper des Spins war gut, da gab ich plus ein halb. Zweiter Run und Stopp, sehr schön, gefällt mir auch gut. Die Geschwindigkeit ist für plus ein halb allemal gut, er hat da drauf auch ein plus ein halb bekommen. Zweiter Turn, Pferd dreht am losen Zügel, verwirft sich minimal, aber trotzdem gut genug für eine plus ein halb. Dritter Run, Pferd rennt frei, stoppt, nimmt das linke Hinterbein ein bisschen aus dem Boden raus, ist nicht so schlimm. Das Rückwärtsrichten war auch gut. Und da kann man darauf eine Wertnote zwischen ein plus ein halb und eine Null geben. Die Richter gaben ihm einen Score von 72,5 bis 74, ich war der Höchste mit einem Score von 74, weil mir das sehr gut gefiel. Die natürliche Selbsthaltung vom Pferd gefiel mir sehr gut für ein Cowhorse-Pferd. Der war ein bisschen hoch in der Aufrichtung, aber trotzdem am losen Zügel sehr aufmerksam auf die Hilfen von Reiter. Sehr schönen Ritt für die Cowhorse. Jetzt sehen wir die erste Cowwork. Nadine Hartmann konnte mit ihrer Stute den 7. Platz in der Senior Working Cowhorse erreichen. So, jetzt sehen wir die Reiterin mit der Startnummer 609. Das Pferd ist aufmerksam, macht eigentlich einen guten Eindruck. Also Eye Appeal ist vorhanden. Das Pferd ist Kaui, also zeigt ein gutes Eye Appeal. Sie fängt sehr gut an, kommt dann bei dem Rechtsturn hinterm Rind, also verliert die Position. Dann hier bei dem Linksturn verliert sie auch wieder die Position, ist aber noch nicht genügend für ein Penalty. Dreht das Rind beim letzten Turn. Okay, Rind rutscht aus, ist auch nicht so schlimm. Das war nicht bedingt durch sie, sondern das Rind ist ausgerutscht, kommt wieder leicht hinter der Bewegung. Hier lässt sie das Rind einfach ungewollt runter. Beim Boxen kann man so zwischen 0 und plus ein halb geben. Also beim ersten Turn, beim Versuch zu turnen, ist das Rind an der 2-Punkt-Penalty vorbei. Die konnte den nicht drehen, also 2-Punkt-Penalty. Dann hat die Seite gewechselt, Penalty 1, und hat also hier auch noch Platz zwischen dem Rind und ihrem Pferd von 2 Pferdelängen. Das ist Penalty 1, also ein A.
Das Rating war auch nicht gut, ist, sage ich mal, ein minus ein halb. Jetzt kommt der Linksturn, ist eine 0. Der Rechtsturn ist auch eine 0. Jetzt versucht die zu zirkeln. Das Rind bewegt sich aber nicht, weil sie zu weit vorm Rind kommt. Jetzt bei dem Rechtszirkel kriegt sie das Rind erstmal gedreht und gezirkelt. Ist aber auch eine 0, weil der erste Versuch auch noch gescheitert ist. Beim zweiten Zirkel ist es auch ungefähr eine 0, nichts Besonderes dabei. Also haben wir hier mal beim Boxing eine 0 bis plus ein halb, eher Richtung 0. Dann haben wir bei dem ersten, beim Rating haben wir minus ein halb, weil das Rind also alleine down the fence gegangen ist. Dann hat sie versucht, den ersten Linksturn zu machen. Das Rind ist aber durch sie durchgerannt und hat den Zwei-Marker-Penalty, also den Zwei-Penalty, den zweiten Marker theoretisch in der Ecke überholt. Sie konnte es immer noch nicht drehen, daher die 2-Punkt-Penalties. Dann hat das Rind die Seite gewechselt. Dann hat sie das immer noch nicht gedreht. Da ist auch nochmal für einen Seitenwechsel ein Penalty 1. Dann war sie 2 Pferdelängen hinter dem Rind. Dann hatte sie ein Penalty A, also ein Penalty 1 auch nochmal für being out of position oder losing position. Und dann die Zirkel, haben wir gesagt, waren eine 0. Und dann für das Eye Appeal würde ich hier auch dadurch, dass das Pferd wirklich kaui ist und dann wirklich das Rind anguckt und so, würde ich mal da auch ein plus ein halb geben. Auf dann Control and Position würde ich da mal eine minus ein halb eher geben. Und dann, weil sie viel Platz verloren hat zu dem Rind, die konnte den nicht wirklich kontrollieren. Und dann haben wir dann nur noch Degree of Difficulty, da kann man auch eine 0 sagen. Also, und damit entsteht ein Durchschnitts. Manche Richter haben, der niedrigste Richter hat 62 gegeben, der höchste Richter hat eine 67,5 gegeben. Und dann, wenn man die Mitte nimmt, ungefähr zwischen diesen Punkten, da liege ich halt bei 64. Als letztes sehen wir die Cowwork von Philipp Martin Haug mit Snapperlil Bingo. Die Pferd-Reiter-Kombination konnte sich den Sieg in der Senior Working Cowhorse auf der German Open 2019 sichern. Also das ist jetzt hier die Startnummer 364. Der fängt an, das Pferd zeigt also ein gutes Eye-Appeal. Das Pferd ist am Rind, hier ist er ein bisschen spät. Bei dem zweiten Turn ist er auch wieder ein bisschen spät. Aber das Pferd stoppt auf der Hinterhand gut, Reiter ist leicht in der Hand. Jetzt bekommt er ein bisschen mehr Kontrolle über das Rind, wieder ein bisschen hinter der Bewegung, aber noch nicht genügend, dass man da ein Penalty gibt. Daher haben wir hier gar keine Penalties. So, für das Boxen würden wir hier bei einem Score liegen von plus ein halb. So, der macht hier einige Rollbacks. Das Boxen dient dafür, das Pferd ein bisschen an das Rind zu gewöhnen, das Rind ein bisschen an das Pferd zu gewöhnen und auch noch außerdem, dass das Rind nicht überreagiert, aber auch darf man das Rind nicht zu müde machen. Er lässt eigenständig das Rind raus, das gehört zum Rating. Erstes Rating ist auf jeden Fall ein plus ein halb Manöver, erstes Turn ist auch ein plus ein halb. Der hat jetzt nur ein Turn gemacht im Grunde genommen. Bringt das Rind wieder zurück zu der Bande und macht sein zweites Turn, das nach rechts. Jetzt haben wir beide Turns. Nimmt das Pferd, das Rind in die Mitte, ist ein bisschen hinter der Bewegung, ein bisschen hinterm Rind. Also nicht so super jetzt in dem ersten. Die Turns sind plus ein halb beide. Er macht noch einen Turn, um sich besser zu positionieren und fängt an mit seinem Linkszirkel. Links kriegt er das Rind nicht so gut gedreht, dann turnt er das noch einmal. Jetzt kommt er in eine bessere Position. Erste Zirkel ist eine 0, weil es einfach das Rind nicht läuft und ist zu nah an der Bande. Dann jetzt haben wir den zweiten Zirkel, also das waren die Linkszirkel, jetzt haben wir die Rechtszirkel. Da positioniert er sich besser, bringt das Rind also mehr in die Mitte der Bahn, Pferd drückt mit seiner Schulter, das Rind ist in einer perfekten Position. Das ist ein Plusmanöver auf jeden Fall, Richter pfeift. Da kann man auch ein Plus ein halb da drauf geben. Und damit kommen wir an einen Score von
Ein Durchschnitt von 73. Die Richter haben hier auch den Ritt mit einem Score von 73, von 72,5 bis 74,5 gescored oder bis 75,5 und damit ein Durchschnitt von 73.